Parmesan, Zwiebelsplitter, eine richtig geile Beilage, Nachspeise, wie auch immer. Du willst nachmachen? Dranbleiben. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Wir haben ein paar Zutaten, gar nicht so viel, würde ich sagen. Kommt da runter, let's go. Jetzt brauchen wir Zwiebeln. Nimmt hier bitte die roten Zwiebeln, die sind einfach süßer. Die weißen sind, die passen da nicht so gut dazu. Dann haben wir hier zwei Knoblauchzehen, ganz wichtig. Parmesan. Hier, wenn dann schon gerieben kriegt, dann nimmt er gerieben. Aber so reiben wir ihn jetzt gleich. Wir haben im Ganzen, unten ist noch mal was. Hier ein bisschen Pfeffer und Salz. Und hier haben wir einen Gähnbehälter. Das war's. Was machen wir im Gähnbehälter? Ich stelle den jetzt erstmal hier rüber. Weil ich mag schon, der Gordon bleibt hier. Da kann er schon mal da reinfilmen. Da tun wir ein bisschen Öl rein. Warum? Dass es nicht klebt. Jetzt nehmen wir unseren Parmesan. Streuen den jetzt schon mal hierher. Dann nehmen wir unsere Microplane und reiben jetzt erstmal komplett voll. Also ihr entscheidet, wie viel Parmesan unten hinkommt. So viel Parmesan ist auch unten dran. Eigentlich logisch. Ich glaube, das wird reichen, sonst wird es schon arg viel. Jetzt nehmen wir unsere Zwiebeln und legen die einfach so aus, komplett. Drücken die ein bisschen an. Jetzt haben wir es komplett ausgelegt, das reicht schon mal. Jetzt nehmen wir unsere Knoblauchzehe und reiben die einmal drüber. Jetzt nehmen wir ein bisschen Pfeffer und Salz. Also ein bisschen Pfeffer drüber streuen lassen. Das ist Salz. Unser Grill haben wir auf 180 Grad vorgeheizt. Nehmen wir unseren Gähnbehälter. Indirekte Zone, ganz wichtig. Und würde ich sagen, stellen wir jetzt drauf. Und jetzt indirekte Zone drauf, die Luzi. Deckel zu. Und jetzt warten wir. Zeit. Ich tippe mal. Ich tippe. Aber weiß ich nicht. 10 Minuten, Viertelstunde. Schauen wir mal. Wie lange es braucht, wie genau, sage ich dir am Schluss. Hast aber Bock, das ganze Rezept nachzumlesen oder sogar auszudrucken, kannst du tun. www.mgbarbecue.de wird hier eingeblendet. Aber jetzt würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt, ich habe ja jetzt gesagt, die Zeitangaben müssen wir jetzt ja wissen. 20 Minuten, 30 Minuten, fast sowas. Ich habe jetzt auch die Temperatur ein bisschen wieder hoch und jetzt machen wir das Ding mal auf und jetzt schaut da rein, was ich gemacht habe. Ich habe hier einen Besteckhalter, einen Deckelhalter vom IKEA drunter gemacht, dass höher wird. Der Kuhgrill hat einfach das Problem, dass die indirekte Zone zu schmal ist. Dann wäre es uns richtig verbrannt hier. Der Gordon filmt jetzt mal oben rein, wie das schön ausschaut. Ich finde schon mal richtig gut. Also feiert es gerade ein bisschen. Aber so können wir das natürlich auch nicht essen. Warum? Es ist heiß wie Sau. Und Käse muss ja hart werden. Jetzt ist richtig schön angeröstet. Hier schön braun. So wollen wir das haben. Die Zwiebeln sind schön durch. Und jetzt nehmen wir das Ding einfach mal runter. Stellen das hier nebenhin. Und lassen das mal 10 Minuten auskühlen. Bis es schön kalt ist. Und dann können wir es rausmachen. Weil das soll ja ein richtig schöner Snack sein für zwischendurch. Käse. Wer ist kein Käsetiger? Also wir sind es auf jeden Fall. Aber wir sehen uns gleich wieder. Ich habe schon ein bisschen mit dem Ding, mit so einem Spatel, also das braucht er unbedingt ein bisschen rumgestochert. Und jetzt gibt es ein paar Sachen, wo ihr aufpassen müsst. Also wenn ihr einen GN-Behälter habt oder irgendwas habt, wo flacher ist, nehmt auf jeden Fall das, dass das schön reinkommt zum das Zeug rauskratzen. Ja, ihr müsst kratzen, es wird so laufen. Aber wir wollen ja genau solche Stücke haben. Schaut euch das an. Da wollen wir hin. Das ist der geile Shit. So wollen wir das haben. Jetzt hat aber dieser GN-Behälter hier so eine Kuhle innen drin. Nächstes Problem, das kriegt er ganz scheiße raus. Also ihr kratzt da wirklich rum. Also wenn ihr was habt, wo flach, schreibt mal drunter. Vielleicht hat jemand eine mega geile Idee und sagt, hey, ihr habt das, nehmt doch das für das und das. Dann pinnen wir das oben an. Dann können die, wo das nachmachen wollen, einfach die Idee von euch nehmen. Und wenn sie vielleicht besser ist. Ich zeige euch jetzt einfach, wie das Rauskratzen funktioniert. Auf der anderen Seite und dann könnt ihr euch ein Urteil bilden, wollt ihr das mal nachmachen oder nicht. Ich weiß es nicht. Guckt, das ist wie wenn so Spachtelmasse im Eimer klebt. Dann kriegt man die Scheiße auch schlecht raus. Aber guckt, wenn ihr mal ein Ding gefunden habt, kriegt ihr das eigentlich raus. Dann passt schon. Es ist okay. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es schmeckt. Ich würde sagen, der Gordon kommt jetzt einfach vor die Kamera und dann probieren wir das Ganze.
Wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, willst du es nachlesen, kannst du auf www.mgbarbecue.de oder uns auch auf Instagram folgen. Kannst du auch tun, mg-barbecue. Aber ich würde sagen, Gordon kommt jetzt her, da wird schon abonniert. Da kommt der gute Mann, ich habe schon was im Mund. Warum? Wir müssen ja ein Intro machen, das machen wir mittlerweile mit dem Handy. Viel geilere Qualität wie unsere Kameras. Es sieht aus wie ein Mega-Unfall, aber einen guten. Ihr dürft schon probieren. Ich finde es okay. Man kann es mal machen zum Probieren. Das ist so Kategorie-Gericht. Mach's mal nach, kannst mitreden. Aber geschmacklich nicht geil. Also, nee. Warte. Nee. Man muss ja dazu sagen, das hat mir Instagram vorgeschlagen. Dachte mir, oh geil, sagt mir, komm, das machen wir nach. Sieht bei denen natürlich viel fancier, geiler aus. Aber gut. Die bescheißen ohne Ende, weil da siehst du nicht, wie die das rausmachen oder sonst irgendwas. Die machen das. Also, ist egal. Dachte mir, okay, sieht gut aus, komm, machen wir mal nach. Aber das bleibt jetzt auch dabei, würde ich jetzt sagen. Aber ihr macht's bitte mal nach. Macht's mal nach, schreibt mal in die Kommentare, wie es geil, ob es euch schmeckt. Man kann es ja auch pimpen. Hast du das jetzt schon im Mund gehabt? Es schmeckt jetzt nicht schlecht. Ist okay. Kann man mal nicht machen. Muss man nicht machen. Nee. Wie halt. Nee, muss man nicht. Die Scheiße. Das ist wie wenn ein Model einmal fest wird. Ich freue mich schon, das Ding wieder sauber zu machen. Ja. Juhu. Ja. Aber guck mal. Da ist sauber. Da ist schön Öl ran. Schön. Ja. Aber egal, jetzt mal so der Abspann. Nachmachgarantie, wenn man jetzt Kategorie macht, 0 schlecht, 5 macht nach, würde ich mal 1,5 geben. Ja, guck mal, wir sind uns einig. Muss man nichts. Aber probiert es einfach mal aus. Aber ich würde jetzt sagen, hier sage ich es mal, liken, kommentieren und abonnieren, ganz wichtig. Was uns viel wichtiger ist, bevor du uns abonnierst, denkst du, boah, nee, habe ich gar keinen Bock. Kommentiert runter, knall den Daumen nach oben, bringt uns viel mehr wie so ein Abo. Ein Abo bringt uns auch was. Auch. Und wichtig ist nicht nur ein Abo da lassen, sondern auch ständig reingucken. Und zwar wann? Genau. Immer am Mittwoch um 16 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Und zwar, wenn es wieder heißt, MG-Barbecue. Das schmeckt nicht gut. Ja, das schmeckt halt wie Zwiebeln und Parmesan. Ja, das schmeckt nicht gut.